Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde der gepflegten Unterhaltung, zu einem weiteren Infovideo. Diesmal zu Bus Simulator 21. Und zwar habe ich den Bus Simulator 21 schon eine ganze Weile. Und jetzt kam aber für den Bus Simulator 21 ein neues Update, sage ich mal, raus. Das ist auch, muss man aber bezahlen, kostet 15 Euro, also 14,95 €. Und nennt sich Next Stop. Bus Simulator 21 Next Stop. Ist kein neues Spiel und die 14,95 €, bevor ich sagt, hä? Ist aber günstig. Nein. Die 14,95 € ist nur das Add-on. Ihr müsst das Hauptspiel euch trotzdem kaufen. Also das könnt ihr nur nutzen, wenn ihr das Hauptspiel habt. Dafür gibt es eben das Add-on. Den Next Stop, nicht The Next Stop, falls ihr das sucht. Das heißt einfach Next Stop. Und manchmal machen wir das Fernseher ausschalten, also an. Heißt also Next Stop. Und erweitert den Bus-Simulator inwiefern? Erstmal fragen die Fahrgäste zum Beispiel ab und zu mal nach, bevor sie einsteigen, ob denn der Bus dahin fährt, wo sie hinwollen. Also die fragen dann nach einer Haltestelle, da werden einfach eingeblendete Fenster. Ja, nein, ignorieren oder nachschauen. Und wenn ihr nicht wisst, ob eure Route da lang führt, könnt ihr auch vorher in der Karte nachschauen. Also das ist zum Beispiel neu. Neu ist, dass Straßenbahnschienen da liegen. Zu denen komme ich gleich noch. Ihr habt Next Stop bietet noch diverse andere Features. Zum Beispiel, es gibt eine Möglichkeit, ein Unternehmen zu gründen. Ein freies Unternehmen, also es gibt Möglichkeiten, neue Spiele, habt dann Story oder Karriere. Oder ihr geht auf Unternehmen wählen und gründet da ein Unternehmen. Und wenn ihr ein freies Unternehmen unter Unternehmen wählen geht und gründet, habt ihr schon das ganze Spiel frei. Da habe ich zum Beispiel auch, da gibt es unbegrenztes Geld, alle Busse, alles, was das Spiel hergibt, alle Abschnitte frei, alle Bushaltestellen auf Level 99. Jetzt wird der eine oder andere sagen, ja, da hat er mit einem Patch oder einem Mod oder einem gecheatet. Nein, Freunde, nichts dergleichen. Das könnt ihr alle haben. Ihr braucht nur Bus Simulator 21, das Hauptspiel. Ihr braucht das Add-on Next Stop. Und da könnt ihr alle dann mit einem Unternehmen oder ein Unternehmen gründen, wo ihr unbegrenztes Geld habt, alle Haltestellen auf 99, alle Abschnitte und alle Haltestellen frei. Wer sagt, ne, ja, das fehlt ja noch der Reiz liegt daran einfach, man kann das Spiel in vollen Zügen genießen. Einfach der Spaß an der Freude, Bus zum Auto zu spielen. Bus zu fahren, Straßenbahn zu meistern, draußen ist. Und wer sagt, ne, das ist mir zu einfach, ich will mir gerne alles verdienen, ist ja auch kein Thema. Dann macht er halt ein neues Spiel, ein neues Spiel. Und dann eine Story oder Karriere und da könnt ihr euch alles dimmeltabletur erspielen lassen möchte. Ihr müsst ja die Möglichkeit nicht nutzen. Und wenn ihr im Blog habt, habe ich mal keine Lust. Weil ihr wisst ja, wenn ihr das Karriere oder Story macht, Quests erfüllen. Also Aufgaben, damit ihr euch neue Abschnitte freischalten könnt. Müsst ihr beim Unternehmen gründen nicht. Und wer sagt, ja heute habe ich mal keinen Bock auf Quests, ich will einfach nur Bus fahren. Na, dann kann man wählen, entweder man nimmt das freie Unternehmen oder man setzt die Story oder die Karriere weiter fort. Ich habe beides. Und ich habe auch noch ein weiteres Unternehmen, wo ich begrenztes Geld habe. Ich weiß nicht, ob das überhaupt noch geht, wenn das Unternehmen selbst gründet. Aber selbst wenn ich wieder mal ein Unternehmen habe, wo ich begrenztes Geld habe, spielt halt die Story. Wenn ihr die durch habt, habt ihr ein Unternehmen mit begrenzten Geld. So, was dazu? Also die Möglichkeit mit unendlich Geld, alle Haltestellen frei, alle Busse und alle Haltestellen aufgelevelt, gibt es jetzt durch das Next Stop. Was gibt es sonst auf dem Next Stop, was, wo man sagt, das ist, will ich ja gar nicht haben. Will ich ja gar nicht haben, ich will alles freispielen. Der Next Stop bietet euch noch einen Season Pass. Und jetzt komme ich zur Straßenbahn. Der Season Pass wird enthalten neue E-Busse, die sind auch jetzt schon freigeschalten. Aber es kommt noch das Schulbus-DLC, das heißt, man kann Schulbus fahren, diese gelben, englischen, amerikanischen Schulbusse. Und jetzt kommt's:
Man kann im Bussimulator auch noch Straßenbahn fahren. Sowohl mitfahren als die Straßenbahn auch selber fahren. Einzige Problem ist, das ist noch nicht freigeschalten. Aber wer den Season Pass hat, der kann das dann, sobald es kommt, nutzen kostenlos. Season Pass kostet 24,99, also 25 Euro. Und jetzt kann man, der eine oder andere sagen, na, da hole ich mir nicht. Die Einzelnen, die es siehst, sind kostengünstiger, wenn ich mir die Einzelnen kaufe. Also, wer alle haben will. E-Busse, Schulbus und Straßenbahn. Hole ich mir einzeln, sind sie günstiger. Nein. Ihr spart durch den Season Pass 40% gegenüber dem Einzelkauf der DSIs, wenn sie denn dann draußen sind. Deswegen, Freunde, erstmal der Next Stop, das braucht ihr auf jeden Fall. Diesen Add-on. Nochmal für 14,95, also auch rund 15 Euro. Und den Season Pass für 25 Euro. Habt ihr das plus dem Hauptspiel, immer Bedingung, das Hauptspiel, dann habt ihr alles, was das Spiel hergibt. Moment. Habt ihr alles, was das Spiel hergibt? Und ja, wer nicht weiß, das soll ich es mir denn holen, soll ich es mir nicht holen, dann kann ich euch nur auf mein Let's Play verweisen. Entweder heute, das weiß ich aber noch nicht, spätestens dann morgen wird ein Let's Play rauskommen. Da könnt ihr euch eine Entscheidungshilfe holen, ob ihr es euch holen sollt oder nicht. Also, dann seid ihr jetzt im Bilde. Ich bedanke mich auch fürs Zuschauen und sage Tschüss dann, bis dann, euer Micky und Game On!